Aber hat der englische König etwas gegen langjährige Traditionen, vor allem in Anbetracht des langen, Jahrhunderte dauernden Königtums in England? Nein, du bist doch mein Cousin, du darfst jederzeit zum Tee vorbeikommen. Ja. Eben. Aber wenn, dann nur mit Pickelhaube. Man beachte diesen etwas suffisanten Unterton. Ich möchte anmerken, dass die Familienangehörigkeit zwischen dem österreichischen und deutschen Kaiser dann noch ein bisschen größer ist als zwischen dem britischen. Zudem ist Britannien eine Demokratie, die nicht einmal repräsentiert wird. Ich sage nichts mehr, bin ich auch. Herr Karl, der Rassist ist jetzt still. Ja, Entschuldigung. Ja, bevor Österreich den Mund aufmacht, ja, sollte Österreich erstmal selber in Erfahrung bringen, welche Regierungsform es hat. Wir haben uns nach dem ersten großen Krieg entschlossen, uns durch ein Volk und einen Volksentscheid repräsentieren zu lassen. Das haben wir auch. Mit verschiedenen großen Parteien. Und zu 40% sind wir der Demokratie angetan. Zu 35% natürlich unter Otto von Habsburg von Lothringen. Zu Otto den Ersten natürlich der Monarchie, weil die großartige Monarchie uns den Sieg in dieser Frechheit von einem Weltkrieg, der uns durch die Entente aufgebürdet worden ist, verschafft hat. So. Also nur unter uns Pastorentöchtern, also unter uns Königinnen und Kaisern, in kleiner Runde, so dass es der Außenminister nicht mitkriegt oder der Minister. Der vom Volk gewählte Minister ist eigentlich nur, sagen wir einfach nur so ein Pappaufsteller, der und mein Minister, das Volk beruhigen soll. Eigentlich ziehe ich, der König von England, die Fäden dieses Landes. Und damit das klar ist. Gut, die Depesche an die englische Presse ist raus. Spione, sage ich da nur. Spione. Mit MP3-File. Na gut, wenn Juan Perón noch nicht ready ist, um sein Statement abzugeben, dann wird das. Möge er dies tun, sobald er sich im Lage. Lage ist. Ich hab mal einen Lager, wie hieß Juan. Soll ich mal wann? Du hast mal einen Diener gehabt, der hieß Juan. Ja. Ja, das wurde dann auch durch den großen Vaterländischen Krieg 1915, wann war das? 1910? Nein, 1915 bis 1918 verhindert. Also ich glaube, die Mittelmächte haben der Entente die Zähne gezogen. Das ist sehr gut. Da. Der Staatenbund, also die Vereinigten Staaten von Großösterreich, hegen eher wahrscheinlich weltpolitisch untergeordnete Interessen. Der Kaiser von Österreich findet, das österreichische Volk hat unter schweren Verlusten seine Pflicht getan und die Welt ein bisschen sicherer gemacht. Deswegen ruhen wir uns jetzt auf unseren Siegen aus und möchten unbehelligt von der Welt und von etwaigen Twists friedlich in Zentraleuropa leben. Wir möchten auch alle Frieden für Europa. Und der deutsche Kaiser würde gern den chinesischen Kaiser und den Zaren von der Sowjetunion nach Thailand einladen, nach Taiwan einladen. Nach Thailand. So läuft das also bei euch. Ja, alles klar. Der russische Zar ist leider aufgrund der Hintergrundkulisse nicht ganz verstanden, was der deutsche Kaiser da erwähnt hatte. Es gab statische Rauschen. Der sowjetische Zar ist nach Taiwan eingeladen, um ein Gespräch über den asiatischen Raum abzuhalten. Also jetzt nur der sowjetische Zar? Oder nein, auch der? Auch der chinesische. Der chinesische Kaiser, nicht Zar. Man muss schon die diplomatische Etikette warten. Der indische König sieht das alles sehr skeptisch. Der russische Zar hat nicht gegen dieses. Wann soll dieses Treffen da stattfinden? Was ist eigentlich mit Argentinien geworden? Hat sich Argentinien schon vorgestellt? Nein. Nein. Finde ich sehr bedenklich. Irgendwie ist nicht Argentinien der Sprache nicht mächtig. Entschuldigung, Argentinien hat große Probleme mit der Infrastruktur des Landes. Wir kämpfen an allen Fronten hier. Wenn der deutsche König und der chinesische Kaiser dann jetzt Zeit hätten, könnten wir dies in Angriff nehmen. Ich habe den kürzesten Weg, ihr müsst das Datum bestimmen. 15. August.
Okay, was okay. Ist ein deutscher Kaiser? Ja, deutscher Kaiser schießt sich mit einem Katapult darüber, wie es aussieht. Der deutsche Kaiser ist schon auf Kreuzfahrt unterwegs. Oder er nimmt das deutsche geheime U-Boot. Indischen U-Booten. X-15. Nein, der deutsche Kaiser war unterwegs nach Neuseeland, aber hat dann eine Pause in seinen Urlaub eingelegt, um nach Taiwan zu reisen. Nach Thailand? Es ist auf der Rückfahrt angesagt. Sehr gut, nun denn, der österreichische Kaiser wünscht eine gute Genesungsfahrt. Dankeschön, und sollte der englische König Interesse haben, kann er auch ein Geschenk aus Thailand erhalten. Der Termin englische ist König jetzt... schickt noch eine Express-Depesche an den deutschen Kaiser mit einer riesengroßen Menge an Parisern. Mein Freund, das ist nur gut für dich, glaub mir. Ich möchte anmerken, der englische Termin König... Der Termin ist jetzt bitte dann wahrzunehmen. Yep. Jawohl. Der englische König handelt mit Menschen... wohlweislich Franzosen aus Paris. Der österreichische Kaiser hat doch keine Ahnung von moderner Welt. Ein Pariser, mein lieber Freund, ist eine Schutzvorrichtung für die, ja, nennen wir es doch mal Manneskraft, ja, des deutschen Kaisers, damit er sich nicht mit komischen Krankheiten des fernen Ostens ansteckt, während er sich, ja, während er auf seiner Genesungsfahrt ist. Wie wird denn diese neumodische Erfindung auch aus britischen Kautschukfabriken hergestellt? Oder in Indien entstanden mal. Wie wird das importiert quasi? Also das wird importiert. Zur das Fertigung wird importiert, das Kautschuk britischen importiert Fabriken und dann exportiert nach Deutschland. Fein, gute Pariser herzustellen. Ach so. Hierzulande werden vielleicht Gedärme von Schweinen und Kühen benutzt. Ja, auch dem österreichischen Kaiser ist dieses Mittel bekannt. Also der kanadische König möchte gern dem Königkeitsclub hier Bescheid sagen, dass leider eins seiner Adoptivkinder aus Ecuador, Motutumbo, Prinz Motutumbo der Erste, gerne seinen Schabernack treibt und dadurch leider die Telekommunikation untereinander leicht stören könnte. Immer diese Belger. Ja, wir haben größtes Verständnis. Wir haben die königliche ist mit Stock. Die königliche Gemahlin schon beim Hinterherhuschen durch den kaiserlichen Palast gehört. Durch den Regierungspalast. Haben wir in Kanada. Meine Mutter, Königin von England. Der russische Zar möchte sich darüber beschweren, dass er neutrales Gebiet nicht ohne Rechte betreten darf. Ja. Der chinesische Kaiser hat ausgeholfen. Wir danken dem chinesischen Kaiser, aber wir beschweren uns gleichzeitig beim österreichischen Kaiser, dass er bitte die Transportwege zur Verfügung stellen sollte. Die Transportwege sollten zur Verfügung stehen. Durch das großartige Österreich sollten alle Wege offen sein. Dann sollte der österreichische Kaiser nochmal seine Arbeit überprüfen. Da möge doch der deutsche Kaiser es einmal versuchen, in neutrales Gebiet davon und wieder reinzureißen. Sehr gut. Der österreichische Kaiser hat ihn getrickst und es funktioniert nicht. Es tut mir leid, ich weiß nicht, warum es nicht funktioniert. Es wurden alle Einreiseberechtigungen angepasst. Da vertraue ich dem österreichischen Kaiser, denn da meine Heimat ja Niederbayern ist und ich den österreichischen Gewohnheiten nicht ganz fremd bin, weiß ich, dass es nicht am österreichischen Kaiser liegen kann. Sehr gut, vielen Dank. Ein starker Vertrauensbeweis von nahen Nachbarn, finde ich gut. Aber ich sehe, Juan Perón ist wieder auf dem diplomatischen Parkett erschienen, zumindest melden das argentinische Zeitungen. Ist Argentinien jetzt bereit für sein diplomatisches Statement? War Argentinien, war der großartige Präsident von Argentinien, ist er Präsident, oder? Ich denke. Noch, weil er ist auch in Thailand unterwegs. Er hat sich von seiner akuten Erkrankung seiner Manneskraft erholt, oder? Danke. Argentinien wird sich in die Weltpolitik nicht weiter einmischen. Wir haben genug Probleme in unserem eigenen Land. Sehr schön. Ich meine, sehr schlecht. Das sind sehr zurückhaltende und wohltuende Worte.
Das ist ein ehrlicher Politiker, meine Freunde. Nehmt euch ein Beispiel an Juan Pardon. Nein, Perdon. Perron. Pardon. Perron, meine ich. Obwohl Juan Pardon wäre natürlich auch ein geiler Name gewesen. Gut. 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 Gut, gut. Gut, gut. Sonst? Gut, bei den anderen Herrschern. Sonst, sonst ist alles, alles in tippitoppi. Bester Ordnung. Wie geht's dem Tibet? Wie heißen die eigentlich? Tibetianisch? Keine Ahnung. Tibetanisch, glaube ich. Tibanesisch. Wie geht's dem Kind in deinem Keller? Ja, England. Interessiert mich mal geschwätzt. Oder hast du das schon wieder vergessen? Der englische König wünscht übrigens eine Unterredung mit dem deutschen und dem österreichischen Kaiser. Wir müssen da ein paar Dinge besprechen, meine Herren, die nicht für die Ohren der anderen bestimmt sind. Bis wann wünscht denn der englische König ein Treffen? Sagen wir einfach mal am 20. September. Ja. Der österreichische Kaiser ist gerade auf einer Besichtigungstour durch seine Salzburger Pralinenfabrik und könnte frühestens am 10. Oktober zur Konferenz stoßen. Wenn das in Ordnung wäre, wo wäre denn der Austragung zu dieser wunderbaren Konferenz? Würde Schokoladepralinen mitnehmen. Ich würde das wunderschöne Bern vorschlagen. Bern in der Schweiz, das natürlich. Bern in der Schweiz. Ausgezeichnet. Das liegt auf der Reiseroute. Das finde ich sehr zuvorkommend. Da könnte der österreichische Kaiser etwas früher erscheinen. Ja, das wäre nicht schlecht. Also, und Pralinen mitnehmen. Der 1. Oktober würde dann sogar im Rahmen der Möglichkeiten liegen. Ihr könntet sogar am 25. September dort sein und das auf dem Rückweg die Salzburger Schokoladen- und Pralinenfabriken besuchen. Ausgezeichnet. Klingt für mich sehr gut. Was sagt die Leute Kaiser dazu? Wäre in Ordnung. Ausgezeichnet. Nun denn. Deutsch und trocken. Wäre in Ordnung. Wir der Kaiser und Könige, wir treffen uns dann am 25. September in Bern. Ich freue mich auf die Gesellschaft der beiden Herren. Im Grützi-Stübele. Beim Unterbayern, beim Helmut. Ja, sehr schön. Ich vermute mal, da der deutsche Kaiser jetzt in Thailand war, hat er wahrscheinlich ein paar Thailandesinnen mitgebracht. Ich würde sie gerne begutachten. Du würdest gerne die Geschichte Thailands durch ihren Mund erfahren, oder? Der chinesische Kaiser protestiert gegen diese Erniedrigung der asiatischen Völker. Nun, denn, im Hintergrund würde der indische Kaiser gerne den chinesischen König Kaiser zu einer Konferenz einladen. Ich wollte schon sagen, der österreichische Kaiser, seine Zeit ist wichtig. Es tut mir leid, meine Fähre hat sich verspätet und wir hatten sehr schlechtes Wetter vor der Küste Englands. Deswegen ist meine Anreise ein wenig verzögert gewesen. Verstehe. Aber ich begrüße die beiden Herren, die ich hier gebeten habe, uns in Bern wiederzufinden und vielleicht über die europäische Politik zu sprechen. Meine Herren, seien wir doch mal ganz ehrlich, wir drei sind großartige Königshäuser mit einer großartigen Tradition. Und ich meine nur, die politische Entwicklung in Italien, sowohl in Frankreich, ist sehr bedenklich. Und ich finde, wir sollten diesen beiden Völkern ja, zumindest die Chance geben, ja, in dieser Welt Fuß zu fassen unter einer hervorragenden und großartigen Führung. Deswegen würde ich vorschlagen, meine Herren, dass wir uns diese Länder, ja, so hart es auch klingt, einverleiben. Ich muss sagen, vor allem Frankreich mit seinen kriegstreiberischen Ansprachen und Reden in der Öffentlichkeit belästigt die Würde der geschlossenen Friedensverträge der Mittelmächte und der Entente natürlich. Das muss auf jeden Fall bestraft werden. Der aufstrebende Faschismus in Italien, das ist natürlich einer leider. Sollte man ein Auge darauf haben, aber direkt schon eingreifen, ist eine schwierige Sache. Nach so langer Friedenszeit, man weiß es nicht. Also der deutsche Kaiser ist definitiv der Meinung, dass etwas getan werden muss. Und ich denke, es wäre früher als später angebracht, um die Bahnen gleich wieder in die richtige Richtung zu lenken, bevor größere Katastrophen entstehen können.
Da uns aber, also wie gesagt, wie der deutsche und der österreichische Kaiser das mit Italien handhaben wollen, bleibt euch überlassen. Für mich ist die wichtigere Frage der Frankreichs, ist die wichtigere Frage, die brennt mir quasi unter den Nägeln. Und wir müssen da wirklich handeln. Also wir müssen da wirklich handeln. Ich weiß, wir haben jetzt 18 Jahre Frieden hinter uns und der Erste Weltkrieg war wirklich furchtbar und ich entschuldige mich für die Taten meines Vorgängers, beziehungsweise meines Vaters, der ja schon an Syphilis gestorben ist im vorletzten Jahr. Deswegen bin ich jetzt König geworden, wurde zum König gekrönt. Und ich bin natürlich gerade im Umbruch meines Landes. Ich versuche, England in eine wundervolle und reine Monarchie zu führen. Und Frankreich ist leider muss man sagen, vom richtigen politischen Weg abgekommen, meine Herren. Wir müssen da etwas unternehmen. Wir müssen da dringend etwas unternehmen. Nun denn, dann stehen uns doch verschiedene Möglichkeiten offen. Oha, Bürgerkrieg in Portugal, meine Herren. Bürgerkrieg in Portugal, hat mich gerade auch erreicht, yep. Mein Diener hat es mir gesteckt. Das ist sehr yep. bedenklich, meine Herren. Wir müssen bei diesen Ländern in Europa einfach eingreifen. Nimmt zu. Wir müssen die Monarchie unterstützen. Das Königreich Portugal braucht unsere Hilfe. Ist das denn möglich? Ich frage gleich meinen Berater, mein Herr, ich frage gleich meinen Berater. Leider die kommunistischen Schweine haben den Bürgerkrieg ausgerufen. Das deutsche Kaiserreich wäre in der Lage, die Monarchien zu unterstützen. Ausgezeichnet. Wir sind leider nicht in der Lage und sind die Hände gebunden. Es tut mir leid, meine Herren. Wie gesagt, wir sind nach diesem grausamen Ersten Weltkrieg, nach diesem grausamen Krieg, sind wir leider etwas geschwächt politisch. Das würde nicht gut ankommen bei der Bevölkerung. Aber England hätte natürlich nichts dagegen, wenn Deutschland der Monarchie Portugals unter die Arme greifen würde. Der Kaiser von Österreich ist dafür, denn wir befinden uns momentan im Umbruch. Wir merzen quasi die letzten demokratischen Gedanken und die kommunistischen Bastarde aus unserem Land und aus unserer Partei und unserer Regierung aus, als dann die Monarchie wieder ausgerufen werden kann. Von daher unterstütze ich das Eingreifen Deutschlands natürlich von ganzem Herzen. Das ist sehr lobenswert. Ich möchte anmerken, dass es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, in Frankreich und in Italien einzugreifen. Anstatt eines aggressiven kriegerischen Vorgehens könnte man eine dezente politische Beeinflussung in Betracht ziehen, welche dann doch wieder die großartige königliche französische Lilie in den Thron erheben könnte. Natürlich, mein Gedanke ist dahinter, wenn wir Frankreich unterjochen bzw. befreien, wäre, dass wir alle drei gemeinsame Grenzen hätten und dann wären wir viel näher beieinander. Wir hätten dann viel mehr einen Grund, friedlich miteinander umzugehen. So trennt uns dann doch die Entfernung bzw. mich mit euch viel mehr. Und ich würde schon bevorzugen, dass wir Frankreich unter uns dreien aufteilen, tatsächlich. Würde auch der deutsche Kaiser bevorzugen. Vor allem, da wir dann ein Exempel statuieren könnten. Und wir würden unsere Position gegenüber des bolschewistischen Russlands stärken, meine Herren. Das dürfen wir nicht vergessen. Und wir dürfen aber auch nicht vergessen, Länder wie Spanien oder Portugal zu befrieden. Denn es kann nicht sein, dass die eigenen Bürger mit der Regierung im Clinch liegen und es zum Bürgerkrieg kommt. Ja, das ist Da müssen wir die Entwicklung erstmal abwarten, mein lieber Kaiser von Deutschland. Ein grobes Fehlverhalten in der regierungsführenden Partei aber, natürlich zu erkennen. Aber ich möchte mal darauf hinweisen, wenn man sich die politische Situation in Frankreich anschaut, die bolschewistische bzw. kommunistische Partei hat bereits 35% erreicht und das ist einfach eine Seuche, die sich über Europa ausbreitet, meine Herren, das können wir nicht zulassen. Die Kommunisten, das wissen wir doch alle, sind alles Menschenfeinde. Die Braunen und die Roten, die sind noch schlimmer als die Demokraten, da stimme ich zu. Dankeschön. Also meine Herren, mein Vorschlag wäre folgender, ich weiß nicht, ob Sie dem zustimmen, wir können natürlich noch in späteren Verhandlungen da noch ein bisschen drüber sprechen, aber wir müssten vielleicht gemeinsam gegen Frankreich vorgehen und England würde sich lieb gerne die komplette Normandie inklusive Paris dann zusichern und die weiteren Ländereien würde ich dann zu Ihrer Disposition überlassen. Der Kaiser von Großösterreich hat keine territorialen Absichten an der Französischen Republik, deswegen würde er seinen Teil des beanspruchten Landes gerne als Bündnispartner von Österreich. Ich will jetzt nicht das Wort Marionette in den Mund nehmen, als befreundetes Königreich, dann eher im Süden in die quasi Freiheit entlassen. Entschuldigung, der Feind hat mit. Was ist gerade passiert? Niederbayer ist raus, hat er was gesagt? Ah, Pause, ja. Ich weiß nicht, er hat nichts gesagt. Sein Telekom ist wahrscheinlich raus.
Oh Gott. Dann lassen wir. Der deutsche Kaiser hat sich besoffen. Wir müssen diese Konferenz vertagen. Okay. Vertagen wir sie und verharren wir übernächsten Monat in Entspannung. Aber wir sind uns ja einig. Er macht das schon. Ich lasse es mal auf Pause. Vielleicht kommt er wieder mal 5 Minuten. Ich gehe mal eine rauf.